Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich bin bald Level 53, endlich mal. Ich hatte so was von wenig Bock auf Level 53 zu kommen. Also ich hing lange in Level 52 fest, weil ich einfach andere Projekte, Let's Play Projekte, ja, ein bisschen im Vordergrund getan habe und keine Motivation hatte, weil ja, das Erreichen eines Level 60 ist fast unmöglich geworden. Aber durch einen Patch, der das ein bisschen reduziert hat, ist es jetzt schon wieder ein bisschen angenehmer geworden. Also man braucht nicht mehr ganz so viele EP bis Level 60. Und deshalb ging es auch besser wieder mehr bei mir und die Motivation ist so ein bisschen gestiegen wieder. Das finde ich toll. Also machen wir hier Level 53 und wechseln dann auf den Schützen. Ah, da oben erreiche ich nicht. Da haben wir noch einen. Also es geht jetzt relativ schnell, weiß nicht. 10 Golems noch. Dann habe ich's. Dann geht Level 54 auch relativ schnell. Weil ich natürlich jetzt auch wieder Zeit investiere überhaupt. Weil ich hatte im August überhaupt fast keine Zeit investiert in Regnum. Weil ich einfach so sehr gelangweilt worden bin durch das lange Leveln, das unsinnig unnötig lange Monster kloppen oder Spieler besiegen, bis man ein neues Level hat, ging mir so ein bisschen auf den Keks. Aber jetzt geht's ja wieder. Jetzt habe ich auch durch den Schützen ein bisschen Motivation hier beim Barbaren weiterzumachen, damit ich ihn mit Items versorgen kann, dann ab Level 50. Und ja, dass ich dann auf Level 60 schon Items habe für ihn, für den Schützen. Und das kann man ja recht gut mit dem Barbaren eigentlich machen. Recht gut Items finden. Wir müssen nur Glück haben. Glück habe ich momentan weniger, habe nur einen Barbarensperr gefunden, der für 58 ist, aber leider Zweihand ist. Nein, Einhand, oder? Aber sehr langsam. Wo steht es eigentlich? Ah nein, das ist Barbar, also Barbarensperr ist Zweihand. Okay, komm hier hoch, muss ich doch irgendwie kommen, ohne runterzufahren, ja. Da haben wir jetzt zwei. Den dort erreiche ich nicht, oder von unten nur, sonst stürzt man runter. So, und jetzt, da haben wir noch zwei. Jetzt haben wir dann, komm schon. Level 53. Ah. Dann nur noch 7 Levels. Oh. So. Noch einen. Ah, jetzt spawnen wieder neu. Gut. Da ist nur der Anführer. Den hier? Ist es der? Ist das der Level 53er? Scheinbar noch nicht. Komm schon. Oh. Der hier. Komm. Ich kann's kaum erwarten. Ah. Oh. Andere Spieler haben 20 Mal so viel Zeit und ich muss hier so extrem lange leveln, weil ich immer nur 30 Minuten pro Tag leveln kann oder so. Die Zeit einfach extrem fehlt. Okay, es geht doch noch ein bisschen länger. Mist. Ah, immer noch nicht. Irgendwie geht das noch ein bisschen mehr nach rechts, habe ich das Gefühl. Und man sieht es einfach nicht. Aber die Leiste ist schon voll. Jetzt, komm jetzt. Oh. Nervig. Da haben wir noch einen.
Ja, jetzt kriegen wir wieder die Goblins aus. Frechheit. Ich gehe sie zu schnell. Ah, geht doch ein bisschen länger. Muss ich mir merken, dass das noch mehr nach rechts geht und man sieht es einfach nicht, weil dort weißes, also silbriges. Da hoch komme ich nicht, natürlich nicht. Und dann wieder zurück. Ist monoton. Ich mag das nicht. NGD Studios übertreibt mit dem Level. Das ist langweilig, NGD Studio. Ihr macht das Spiel so einfach nur schlechter. Oh je. Das Herauszögern mag ich überhaupt nicht in Games. Ich will Action haben. So, wo sind jetzt noch mehr? Da oben. Also scheinbar will ich nicht Level 53 werden. Es geht irgendwie nicht. Ein Loop, dass die Leiste immer mehr nach rechts geht. Durch meinen PC durch, rüber zu meinem Bett, dann ins nächste Haus rüber, dann irgendwo nach Afrika und dann in die Antarktis runter und dann ist der Mann Level 53. Ja, ich verstehe genau. Ja, ich verstehe es. Ah. Komm schon, jetzt aber. Ist öde. Es ist öde. Dann hat ein paar Salamander noch. Ah, da vorne ist noch eine. Komm jetzt, Level 53, sonst werde ich wirklich wütend. Will nicht. Es will nicht. Komm schon. Gut. Ah, da ist gleich einer. Ich wollte schon retten, losrennen. Da hoch kommen wir nicht. Jetzt, endlich. Wow, hat aber auch schon gedauert. Hey. Oh. Ja, es sind immer noch Orange, natürlich. Gehen wir rüber. Ah, endlich Level 53. Dachte schon, ich schaffe das nie mehr. So. Na, schauen, wo ist da? Nein, da. Den Schützen leveln. Und also jetzt erst Schütze werden. Und danach. Das ist immerhin der noch wieder da. Aber auch nicht mehr lange, oder? Wo war das? Okay, der ist jetzt unendlich da, oder was? Ich hatte doch einen Schein oder so. Wow, bist du stark, Ritter. Hast ja was. Was drauf, ey. So. Noch einen. Und wir haben Lederhandschuhe für Level 11 bekommen. Gut. Müssen wir jetzt nicht noch Kraktar töten? Mal kurz schauen. Ja. Schaffen wir den? Ja. Easy. So. Verbundener Kurzbogen. Können wir auch aufbauen. Und jetzt gehen wir runter zum Dorf, zweiten Dorf. Komm. Komm endlich. Ja, beide Quests sind unten zum Abgeben. Super. Dann werden wir heute noch Schütze. Brauchen aber noch die Erfahrung von den Quests für Level 10.
Und dann sind wir Schütze. Dann sind wir Schütze. Dann sind wir Schütze. La 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 la. Also, runtergehen. So. Ja. In den Chat schreibt niemand heute. Flauterbeugnis. Und die Sürken geben mir immer an in Form. Nur angeben, hä? Nur angeben. Tja. Ihr seid eigentlich selber schuld, dass es keine Gegner gibt, wenn ihr die ganze Zeit immer spielen müsst, nur als Igen, als Sürten. Dann haben die Alsen und Igen keine Lust. Tja, da muss man halt angeben, damit man glücklich ist. Aber das sage ich nicht, dass man das nicht darf. Aber es ist natürlich auch ein bisschen kindisch. So. Ring der Heilung. Ich hatte keinen anderen Ring, gell? Ja. Und kurz schauen. Ah ja, ich hatte einen Ring, aber der ist ja noch equipped. So. Jetzt müssen wir kurz den Brief holen. Quest haben wir hier nicht. Nö. Also der Brief ist, glaube ich, dort hinten. Boah, ich bin ein bisschen erkältet. Immer diese Wetterumschwünge. Ein Tag ist schön, ein Tag ist Regen, ein Tag ist schön, ein Tag ist Regen, ein Tag ist schön, ein Tag ist Regen und so weiter. Ist nervig. So, wo ist jetzt die Schriftrolle? Da. So, und zum Monument noch gehen. Dann sind wir Level 10 hoffentlich. Wir müssen nicht noch Gegner töten. Blöde lange Reisezeiten. Wie bei der Deutschen Bahn. Hier in der Schweiz ist zum guten Glück alles kompakter. Aber die Deutsche Bahn könnte schon mal so richtig Hochgeschwindigkeitszüge bauen wie in Japan. Dann müsste man nicht irgendwie, weiß nicht, wie lange es geht von Berlin nach München oder so. Boah, ist zu weit für mich. Ich gehe mit dem Flugzeug. Okay. Ja, dort sind ein paar. Jetzt müssen wir die töten, die Gargoyles, die kleinen Jungen. Kleine dunkle Gargoyles. Ja, das schaffen wir wahrscheinlich nicht. Die sind zu zäh. Dann müssen wir die Quest aufheben, sonst. Okay, könnte noch gehen, weil wir ab und zu noch viel Schaden machen. Ja, wir knapp. Wir sehr knapp. Wir haben halt auch keinen Bogen, der auf unserem Level ist. Nein, wir sterben. Oh. Wenn wir das daneben, dann schaffen wir es nicht. Wenn wir daneben hauen. Ja, also. Dann halt wieder beleben. Dafür eine Abkürzung genommen zur Quest. Und zögern die Quest halt Ding. Bisschen aufzögern, also ja. Aber wir müssen wahrscheinlich noch ein paar Gegner töten. Ja, gibt zu wenig Erfahrung. Ja, dann töten wir blaue Gegner oder so. Vielleicht hier oben. Oh je. Plötzlich haut man immer daneben und der Gegner schafft uns dann natürlich zuerst zu töten.
Also altes Skelett schaffen wir. Ich mag nicht, dass die Schützen so wenig Damage pro Schuss machen. Barbaren machen natürlich viel mehr Damage pro Schlag. Das ist natürlich schwer zu überleben in einem Schützen, wenn man es nicht richtig einschätzen kann. Aber hey. Kann man halt auch nichts dafür, wenn die Entwickler nicht richtig balancen können. Sondern lieber irgendwie schaffen, dass die Barbaren schneller zu den Schützen kommen, damit sie nicht allzu viel Damage bekommen, bis sie die Schützen erreicht haben und überhaupt erreichen können, dass die Schützen nicht einfach schneller abhauen können und so. Und dass einfach die Stunts nicht immer sind. Weil da ist der Barbar schon ein bisschen unterlegen, wenn der Schütze immer stunnen kann. Ja, okay. Ausruhen nervt mich. Ah, Level 9 ist ein Bogen, gut. Toll. Machen wir noch ein bisschen mehr Schaden. Vielleicht nur die Korallen angreifen. Weil die Skelette vielleicht ein bisschen zu viel Damage machen. Ja, komm, wir greifen mal nur. Oder doch. Einfache Gegner erst an. Ah, nicht aufstehen. So. Nur umschauen. Sind alle gelb. Naja, müssen doch halt die Skelette vielleicht angreifen. Aber zuerst mal die Korallen angreifen. Die Korallen der Schlangen. Ja, machen schon ein bisschen mehr Schaden. Aber auch nicht viel mehr. Ja, beim Ding waren wir schon lange nicht mehr, beim Skate-Rennen. Wir haben halt irgendwie seit Level 6 nichts mehr geskillt. Hätten vielleicht mehr Damage jetzt mit Level 3, wenn das schon geht. Der Fähigkeiten. Aber es geht relativ schnell jetzt Level 10 und dann müssen wir sowieso resetten. Ja, das geht viel besser mit den Korallenschlangen. Die schaffen wir eigentlich ohne recht viel Schaden zu bekommen. Und haben eigentlich noch genug Korallenschlangen hier. Bis wir Level 10 sind. Stab der Schatten. Interessiert mich nicht. Für Level 13, ja klar. Man findet hier noch bei Level 7 Gegner Level 13 Items. Ja, toll. Müssen wir noch ein bisschen ausruhen. Wir haben keine HP mehr. Nun gut. Hier haben wir einen Pfeil, den haben wir besser, ja. Gut. Und der Fellhelm ist Level 3. Er ist Level 6, okay. Okay, gut. Schaffen wir das in einer Schlange? Nein, oder? Müssen noch ein bisschen mehr HP regenerieren. Jetzt reicht es. So. Level 10 willkommen.
Yay. Ich habe gewartet, bis es kommt. Ist ein bisschen verzögert gewesen. So. Dann loslegen. Quests abgeben. Ja. Was sind das für Verzögerungen? Die waren doch nicht da. Nie da. Ist ein bisschen laggy wahrscheinlich. Ist der Ping hoch? Ich weiß nicht. So. So. Ah, so. Naja. Schon ein bisschen hoch, aber nicht so hoch, dass es Verzögerungen gibt. Okay, jetzt müssen wir nämlich in die dritte Stadt. Können wir das auch wieder ausmachen? So. Scheinbar einfach ein bisschen erhöht momentan. Ich habe sonst so 60, 40 Ping. Und keine Ahnung, wieso es manchmal so lange geht. Bis irgendwas eingesetzt wird. Also, ja, ist gleich um die Ecke die Stadt. Altarok ist das, glaube ich, oder? Können wir gleich mal schauen. Ja, Altarok. Bin ich schon lange nicht mehr hier gewesen. Wenn man echt viel spielt und dann eigentlich immer anders im Kopf hat, dann vergisst man manchmal die Namen oder so. Oder einfach ein paar Spielkomplexe. Die einfach ein bisschen komplexer sind natürlich. Und ja, da ist man nicht immer so sicher, wie wenn man da durchgehend spielt und eigentlich alles in den Kopf wie meißelt. So richtig in den Kopf meißelt. Ja, vergisst man leider viel auch zwischendurch. Aber ja, eben, man hat, vor allem ich bin ja einer, der den ganzen Tag Sachen merken muss und viele andere Sachen, Let's Play und Spiele und ja, wenig Zeit eigentlich investiere in Jamming zu frecken, und wenn ich ja halt nicht kann. Oh Mann, das Pferd ist wieder zu fett. So, wir gehen mal kurz. Ah, da müssen wir nicht ansprechen. Doch müssen wir ansprechen. Wer der Jäger? Nehmen wir mal Quests an. Der Schütze ist wo? Hier drin ist ja der Beschi. Ist das der Schütze? Nein, das ist der Bogenschützentrainer. Ah, jetzt ist zu sehen. Da hinten dran. Wir sind fast daneben durchgerannt. Stimmt. Ja, sie, wir sind durch. So, jetzt Schütze. Stärken zurücksetzen. Und trainieren. Also mal schauen. Todesurteil. Was? Angriffsgeschwindigkeit minus. Das ist eine Frechheit. Minus 5 Waffenschaden Bonus. Nur 20 Sekunden. Weg damit. Also, wir brauchen Kurzbogen. Oder wollen wir Langbogen jetzt verwenden? Nein, Kurzbogen ist am Anfang noch besser. Und den hier. Dann nehmen wir Beweglichkeit. Aber zuerst will ich hier noch Windstoß. Ist nicht so gut. Ja, das ist mit Leben minus, also dass man Leben verliert und Mana verliert. Dafür 20% Stärke ist. Nee, das noch nicht. Also, ich weiß noch von der dritten Season, da war wieder aufladbare Pfeile nicht so stark, wie man es gerne hätte. Ja, mache ich wieder einen Bruch. So.
Dann da hier Beweglichkeit. Machen wir weiter. Beweglichkeit. Schutz. Ja, machen wir Schutz. Und dann hier noch etwas, oder? Doppelschuss, genau. So, haben wir geskillt. Machen wir denn hier so. Und machen die anderen Quests. Und kaufen mal Schützenequip. So, da vorne noch Quest annehmen, die zwei Quests annehmen. Ah, das ist die Redequest. Sich ein bisschen vorstellen in der Stadt. So, aber ist das falsch? Mit wem muss ich hier reden? Mit dem hier drin? Und das ist nur falsch auf der Map zu sehen. Hier haben wir zwei. Ja, muss ich jetzt überhaupt reden oder ist es unsichtbar? Scheinbar sind die Dinger unsichtbar. Die Ausrufezeichen oder Fragezeichen. Das ist nicht so gut. So, wo haben wir den Schützen Ding? Händler für diesen Schützen. Oder für den Bogenschützen einfach. Hast du etwas? Nein. Ah, der hier noch? Ah, das ist der Schneider. Wo sind die anderen Trainer noch? Da unten ist noch einer. Aber zuerst mal beim Schneider vorbeischauen. Der hat Magierwaffen. Ah, hier ist der Hexenmeister-Trainer. So. Der Kriegertrainer müssen wir nicht anreden. Hast du Sachen für den Bogenschützen? Nein, für den Magier. Der hier oben hat, glaube ich, gar nichts dabei. Ja. Schade. Ja. Das ist ein Waffenschmied. Der Barbarentrainer und der Schützentrainer muss ich noch anreden. Du hast Waffen. Nahkampfwaffen. Du? So, wo sind die Bögen? Das sind Nahkampfwaffen, das sind auch Nahkampfwaffen. Das sind Äxte. Wo war der Schützen? Einfach der Händler für die Bogenschützen. Oh je. Vielleicht hier drin. Das ist nur ein Schmied. Das ist ein Edelmann. Oh. Nein. Das ist nur ein Einwohner. Ich suche die Bögen. Ich suche die Rüstungen für den Bogenschützen. Da. Aha. Wenigstens der Bogner. Dann, ja, bringt's das Level 10. 7 bis 11. Ja, bringt's schon. Für Level 9, 12 bis 18 plus 10. Ja, ist schwächer. Nur Level so hoch. Schade. Da vielleicht Langbogen.
11 Langbogen. 19 bis 27 ist schon Stärke. Aber nicht so viel Stärke für ihre langsam. Ich mag es nicht, so langsame Bogen zu haben. Können wir noch verkaufen? So. Gut. Und ja, jetzt wäre der Part vorüber. Im nächsten Part werden wir dann die Quests hier machen, leveln, immer weiter leveln. Und irgendwann haben wir dann auch wieder genug Level zum Reichsschlachten machen mit dem Bogenschützen einfach. Auch wenn wir ein bisschen absacken, werden wir, ja, können wir schon immerhin ein bisschen mitkämpfen aus der Entfernung halt mit einem Langbogen. So ab Level 40 oder so riskiere ich es mal. Muss ich das hier? Nein, das ist hier. Ja. Ah, dann kann man das auch gleich noch abgeben. Und dann ist der Part vorüber. Und im nächsten Part geht es weiter. So. Ja. Also den Rest mache ich dann im nächsten Part. Hier hin und so. Dankeschön fürs Schauen. Und bis zum nächsten Mal, euer Dragobasa. Tschüss.